wollen Sie in den, willst du in den Bundestag? Ich glaube, ich tue dem Bundestag ganz gut. Ist jetzt eine freche Antwort. Ich bin von der Partei Die Linke und ich bin deshalb in die Politik gegangen, weil ich finde, dass einiges in unserem Land nicht gerecht ist. Ich glaube, dass es Leute gibt, die sehr, sehr viel Geld haben und zu wenig dafür tun, dass diejenigen, die nicht so viel Geld haben, gut leben können. Viele sagen ja immer, die Politik ist nicht dazu in der Lage, was anders zu machen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, man kann eine Menge ändern. Und ich bin immer politisch sehr interessiert gewesen und habe immer gesagt, wenn ich mal die Gelegenheit habe, für so ein Mandat mich zu nominieren und auch versuchen, mich wählen zu lassen, dann werde ich das tun, weil ich eben glaube, dass man im Bundestag als Bundespolitiker eben auch eine Menge Dinge bewegen kann für das Land, für die Gesellschaft, aber auch für den Bezirk, aus dem man kommt. Und deswegen möchte ich das gerne. Weil ich also was für Mieterinnen und Mieter tun will hier in Berlin, da wollen wir das Mietrecht ändern, weil ich was für die Energiewende tun will. Ich will, dass wir den Atomstrom abschaffen. Ich will, dass wir weniger Kohle und Öl verbrennen und will, dass wir mehr erneuerbare Energien nutzen. Wind, Sonne, Biomasse und sowas alles. Ich sage manchmal scherzhaft, sind wir der Robin Hood bei den Parteien. Wir nehmen es den Reichen und geben es den Armen. Nur früher hat er das mit Pfeil und Bogen gemacht und heute haben wir dafür Steuern. Also wir wollen, dass die Reichen mehr Steuern bezahlen, damit die Armen auch mehr unterstützt werden können. Und das ist das, wofür ich in der Linkspartei bin und dafür kämpfe ich auch. Mhm. Und ich habe einen eigenen Kopf. Und das ist sagen, das, was mich, glaube ich, auszeichnet. Also dass ich ein Querdenker bin und also auch versuche, Dinge umzusetzen. Und klar habe ich natürlich inhaltliche Ziele auch auf der Agenda. Wohnungspolitik habe ich gesagt. Und das hat mit dem Flughafenthema ein bisschen zu tun, weil ich will, dass die Bundesregierung ordentlich mit Geld umgeht. Dass sich immer die Verschuldung steigt. Und ihr müsst irgendwann alle ganz viel Steuern mehr zahlen, weil wir so viel Schulden aufgenommen haben. Das ist nicht in Ordnung. Geh wählen, Mensch!